Ja, liebe Fußballfreunde, gestern gab es die erste Hauptrunde im FDGB-Pokal unseres Landes. 64 Mannschaften waren daran beteiligt, auch alle 14 Oberligamannschaften. Wir haben am gestrigen Samstag in Sport aktuell ausführlich davon berichtet. Und Sie wissen sicher, dass zwei Oberligamannschaften gestern bereits ausgeschieden sind. Der FC Vorwärts Frankfurt an der Oder in Cottbus und der derzeitige Oberliga-Dritte Stahl Riesa bei der Ligamannschaft von Motor Grimma. Die 32 Sieger des gestrigen Tages werden nun am 12. Oktober die zweite Hauptrunde bestreiten. Und wie sie dann gegeneinander spielen werden, das wollen wir hier im Studio des DDR-Fernsehens auslosen. Dazu begrüße ich sehr herzlich zwei Gäste. Zum einen Jürgen Pomarenke, den Ex-Oberliga- und Nationalspieler vom 1. FC Magdeburg. Und gewissermaßen einen Stammgast dieses Auslosungszeremoniells, Karl-Heinz Horning, den Vorsitzenden der Spielkommission unseres Fußballverbandes. Karl-Heinz Horning, gestern hatten die unterklassigen Heimvorteil. Wie wird das in der nächsten Runde sein? Und Sie haben zwei Schalen mitgebracht und einige Rollen stehen auch noch daneben. Sagen Sie uns alles, was zum Auslosungszeremoniell zu sagen ist. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Auch in der zweiten Hauptrunde wird nur eine Runde ausgetragen, also ohne Hin- und Rückspiele. Wir haben hier die unterklassigen Mannschaften und haben in der anderen Schale die Vertreter der Oberliga. Hier stehen weitere fünf Kapseln. Das sind die zweiten Mannschaften von den Oberliga-Gemeinschaften, die noch im Rennen sind. Und wir losen jetzt aus, dass die unterklassige Mannschaft zuerst gezogen wird. Und dazu kommt die Oberliga-Vertretung so lange, bis die Oberliga-Vertretung weg ist. Und dann kommen die anderen dazu und wir losen weiter. Wobei natürlich immer die unterklassige Mannschaft Heimvorteil hat, denn wir haben ja noch drei Bezirksliga-Vertretungen im Rennen. Ja, alles ist gesagt. Jürgen Pomarenke wird die Glücksfee spielen. Ich darf Sie bitten, die Auslosung vorzunehmen. Jürgen. Also der Heimvorteil. Als erstes die BSG Chemie Böhlen spielt zu Hause. Gegen die BSG Stahl Brandenburg. Die zweite Paarung mit Heimvorteil. Energie Cottbus, gestern ja Sieger gegen den FC Vorwärts, spielt zu Hause. Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Die BSG Schifffahrt Hafen Rostock gegen Wismut Aue. Kleine Reise für Aue. Mutter Fritz Heckert Karl Markstadt. Gegen den FC Hansa Rostock. Die SG Dynamo Eisleben. Spielt gegen den 1. FC Magdeburg. Müsst ihr sehen, ob das eine gute Paarung ist. Fortschritt Bischofswerda. Im Heimspiel gegen den FC Karl-Marx-Stadt. Aktivist Schwarze Pumpe. Gegen den 1. FC Lok Leipzig.
Was sind wir noch? Bismut Gera. Gegen den FC Carl Zeiss Jena, Bezirksderby. Rotation Berlin. Gegen den ersten FC Union Berlin. Die BSG Motor Grimma. Gegen die SG Dynamo Dresden. Vorwärts Stralsund. Gegen die BSG Sachsen und Zwickau. Dann haben wir noch einen. Motor Suhl. Das bleibt ja nur noch. Aber der Ordnungshalt hat auch irgendwie das Zeigen. Der BFC Dynamo. So, wir geben jetzt die Vertreter der zweiten Mannschaft hier zu. Jürgen, vielleicht mischst du noch mal. Dynamo Dresden, zweite Mannschaft, spielt zu Hause. Das ist aber noch nicht raus. Ich habe noch einen Dreher bei. Gegen den BFC Dynamo 2. Also Heimspiel für Dynamo Dresden. FC Rot-Weiß Erfurt, zweite Mannschaft. Gegen den HFC Chemie, zweite Mannschaft. Dieses Spiel müsste gedreht werden. Der HFC Chemie ist Bezirksligamannschaft. Das heißt also die unterklassige Mannschaft Heimvorteil. HFC Chemie, zweite Mannschaft, spielt zu Hause. Motor Nordhausen. Gegen den FC Carl Zeiss Jena, zweite Mannschaft. Dynamo Schwerin. Gegen den ersten FC Union, zweite Mannschaft. Auch dieses Spiel muss gedreht werden. Die Paarung kann also nur heißen Union 2 gegen Dynamo Schwerin, weil die unterklassige Mannschaft, wie gesagt, Heimvorteil hat. So, das war's. Damit ich bedanke mich und wir schauen uns jetzt alle Ansetzungen für den 12. Oktober noch einmal auf einen Blick an. So, es spielen also am 12. Oktober Chemie Böhlen, Stahl Brandenburg, Energie Cottbus, FC Rot-Weiß Erfurt, Schifffahrthafen Rostock, Wismut Aue, Motor Fritz Heckert Karl-Marx-Stadt, FC Hansa Rostock, Dynamo Eisleben, 1. FC Magdeburg, Fortschritt Bischofswerda, FC Karl-Marx-Stadt, Aktivist Schwarze Pumpe, 1. FC Lokomotive Leipzig, Wismut Gera, FC Carl Zeiss Jena. Rotation Berlin, 1. FC Union Berlin, Motor Grimma, SG Dynamo Dresden, Vorwärts Stralsund, Sachsenring Zwickau, Motor Suhl, BFC Dynamo,
Dynamo Dresden, zweite Mannschaft gegen die zweite Mannschaft des Berliner Fußballclubs Dynamo. Zweite Mannschaft des Halleschen Fußballclubs Chemie gegen die zweite Vertretung des FC Rot-Weiß Erfurt. Motor Nordhausen gegen die zweite Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena und die zweite Vertretung des 1. FC Union Berlin spielt gegen Dynamo Schwerin. Ich hoffe, Jürgen Pomerenke, alle sind zufrieden mit dem, was Sie ausgelost haben. Ich freue mich, dass Sie bei uns im Studio sind. Jürgen, Sie sind am Mittwoch vor dem Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel aus der Nationalmannschaft verabschiedet worden. Mit welchen Gefühlen haben Sie diesen Abschied durchlebt? Ja, es war sicherlich nicht ganz einfach, nachdem man so lange Fußball gespielt hat. Aber ich glaube, das Versöhnende war im Endeffekt das Länderspiel selbst und der Sieg unserer Mannschaft. Jürgen Pomerenke, Sie waren einer unserer bekanntesten Fußballer. 57 A-Länderspiele haben Sie absolviert. Wenn Sie zurückschauen, was waren denn Ihre Stärken und wo hatte der Jürgen Pomerenke die berühmten Reserven? Ja, meine Schwächen waren eigentlich allgemein bekannt. Die lagen speziell im athletischen Bereich und dort vor allem, was die Schnelligkeit betrifft. Stärken hatte ich an und für sich im spielerischen Bereich und auch im taktischen. Was tun Sie jetzt beruflich, Jürgen? Ich bin beim 1. FC Magdeburg Trainer der Jugendligamannschaft und wir spielen da auch jetzt im zentralen Maßstab, sind ja bekanntlich zwei Ligastaffeln eingeführt worden. Beim 1. FC Magdeburg hat ein Generationswechsel stattgefunden. Sie sind nicht mehr dabei, Joachim Streich, Sigmund Mewes nicht mehr. Es gab eine harte Ansetzungsreihe zu Beginn, einen ungewohnten Punktstand und ich meine auch einen ungewohnten Platz. Gibt das Irritationen in Magdeburg oder steckt man das weg? Naja, ich glaube, dass die Moral in der Mannschaft so intakt ist, dass sie das wegsteckt. Und das hat auch das Spiel gezeigt gegen Brandenburg, dass die Mannschaft eben weiß, dass die Ansetzungen schwer waren. Aber für die Mannschaft geht es praktisch jetzt aufs Neue. Jürgen Pomerenke, danke, dass Sie da gewesen sind. Alles Gute für Sie, für Ihre weitere Arbeit in unserem Fußball. Und Karl-Heinz Hornig, zum Schluss vielleicht noch die übliche Antwort von Ihnen. Wann wird gespielt? Wann ist Anstoßzeit? Ein Wort zum Reglement. Am 12. Oktober ist die zweite Hauptrunde. Um 13.30 Uhr ist der Anstoß und es wird gespielt bei unentschiedenem Ausgang mit einer Verlängerung, dann auch noch unentschieden das Elfmeterschießen bis zur Entscheidung. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr herzlich.